Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hier ist wieder der Thomas. Und ja, heute ist der 2. April und damit Welt-Autismus-Tag. Und ja, ich wollte euch einfach darauf aufmerksam machen, denn ja, jeder Mensch ist anders. Auch im autistischen Spektrum. Es gibt ja unter anderem das Asperger-Syndrom im autistischen Spektrum. Es gibt aber dann auch ein paar andere Varianten im autistischen Spektrum. Es gibt auch die Neurotypischen, das sind die allermeisten von uns, das ist nicht im autistischen Spektrum. Und ja, das ist einfach so, dass wir uns alle gegenseitig akzeptieren sollten. Ganz egal, ob mit Asperger oder ob man neurotypisch ist oder was weiß ich was, jeder sollte sich gegenseitig akzeptieren. Das ist die Neurodiversität und wir sollten uns einfach alle gegenseitig akzeptieren. Ich habe einen neurotypischen Bruder. Und ja, Bruder, vielleicht kommst du mal. Hallo. Hallo. Bruder, wie ist es denn für dich, mit einem Menschen zu leben, der das Asperger-Syndrom hat? Für mich ist es jetzt nicht schlimm, nur ein bisschen komisch. Es gibt halt Vorteile und Nachteile. Die Nachteile sind jetzt, dass du zum Beispiel jetzt nicht zum Beispiel mit mir Minecraft spielst, weil halt allgemein was mit halt keine Videospiele mit mir spielst. Und der Vorteil ist, dass du mich halt jetzt nicht so richtig ärgerst. Und dann, ja, wie ist es für dich, mit einem neurotypischen Bruder zu leben? Für mich ist es okay, denn wie gesagt, die allermeisten sind neurotypisch und ja, dementsprechend ist es okay. Und ja, das ist einfach so, das ist für mich okay. Ja, und es war's aber auch schon mit diesem Video. Ich wollte euch einfach darauf aufmerksam machen, auf den Welt-Autismus-Tag. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, hinterlasst mir einen Kommentar da und abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.